Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine lückenlose Aufklärung der jüngsten Gewalttätigkeiten gegen Ausländer in Rostock hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern heute gefordert. Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die von der Opposition beantragte Entlassung von Innenminister Kupfer, CDU, wurde dagegen abgelehnt. Den Ausschlag gab die Haltung der FDP. Sie wollte trotz aller Bedenken keine neue Regierungskrise in Schwerin heraufbeschwören. In der Aussprache des Landtages hatte sich Ministerpräsident Seitte hinter seinen Innenminister gestellt und vor allem Versäumnisse in der Asylpolitik als Grund für die Rostocker Krawalle genannt. Den Auftakt zur Sondersitzung lieferten heute Morgen zwei Jugendliche mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Für ein paar Sekunden außerparlamentarische Opposition im Schweriner Landtag. Der Mann, der in dieser Sitzung alles aufklären wollte, hatte seine Schulaufgaben offensichtlich nicht gemacht, meinten viele Zuschauer. Das Parlament war nach Lothar Kupfers Rede genauso schlau wie vorher. Entschuldigungen. Unsere Polizei ist eine Polizei im Aufbau. Jeder weiß das. Nur Böswilligkeit kann deshalb Pate stehen, wenn von uns verlangt wird, Ausschreitungen sofort und überall zu widerstehen, deren Potenzial an Vernichtungswillen und krimineller Energie Hamburg, Brockdorf oder die Stadtbahn West deutlich übersteigt. Ganz anders die Opposition. Sie wurde so deutlich wie selten. Forderungen. Für diese Fehlleistung, Herr Innenminister, haben Sie juristisch, moralisch und nicht nur politisch die uneingeschränkte Verantwortung zu übernehmen. Sie aber wollen kaum Fehlverhalten zugeben. Stattdessen kritisieren Sie lieber die Presse, wenn sie Ihnen die richtigen, die unbequemen Fragen stellt. Es ist selbstverständlich, dass Sie zurücktreten. Dazu bedarf es eigentlich gar keines Antrages. Und dann der Ministerpräsident. Er stellte sich eindeutig vor seinen Innenminister. Schadensbegrenzung. Wir werden alles daran setzen, dass Rostock und Mecklenburg-Vorpommern möglichst rasch aus den negativen Schlagzeilen verschwindet. Für die FDP-Frau Stefanie Wolf blieben zum Ende der Sondersitzung im Schweriner Schloss noch viele Fragen offen. Von ihr gab es reichlich Schelte für das Parlament. Mahnungen. Es geht um die Menschen in diesem Lande, nicht um Pfründen und Interessenklüngel, meine Damen und Herren. Die Sondersitzung endete gegen 13 Uhr. Für viele Parlamentarier mit unbefriedigendem Ergebnis. Der Innenminister eilte kurze Zeit später nach Rostock. Bei neuen Auseinandersetzungen wollte er diesmal vor Ort sein. Die Freien Demokraten gehen zunehmend auf Distanz zu den Regierungsplänen für eine schnelle Änderung des Asylartikels im Grundgesetz. Der innenpolitische Sprecher ihrer Bundestagsfraktion Hirsch vertrat die Auffassung, dass zunächst einmal die bereits beschlossenen Maßnahmen wie die Beschleunigung der Asylverfahren in die Tat umgesetzt werden müssten. Es sei nicht hinnehmbar, wenn wesentliche Teile des Beschleunigungsgesetzes aus Verwaltungsgründen erst im März nächsten Jahres wirksam würden. Außerdem müsse die Entscheidung korrigiert werden, schon jetzt 20% der Asylbewerber in den neuen Ländern unterzubringen. Wie Hirsch wandte sich auch Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger gegen eine Verfassungsänderung um jeden Preis. Auf Fragen von Gerta Pelletier sagte die FDP-Politikerin: Ich habe meine Bedenken deutlich gemacht, weil das Asylproblem nicht Ursache für die Ausschreitungen in Rostock in den anderen Städten gewesen ist, weil wir nicht den Eindruck erwecken sollten, als würde mit einer Änderung des Grundgesetzes, des Artikel 16 des Grundgesetzes, nun das Problem so gelöst werden. Und diese Auffassung teilen inzwischen ja auch einige andere Politiker. Nun sagt der Innenminister desselben Kabinetts, des Bundeskabinetts, dem Sie angehören, Ihre Haltung zu dieser Frage sei nicht sehr hilfreich. Ich bin dann aufgeschlossen, wenn es wirklich um Vorschläge geht, wo ich auch sage, das bewirkt etwas, dass wir die Verfahren schnell haben, dass wir diejenigen, die keine politischen Verfolgten sind, dann auch wieder abschieben können, wenn wir ein Verfahren, dann auch ein sehr kurzes, durchgeführt haben. Da bin ich bereit, mitzuhelfen. Vor allen Dingen bin ich bereit, mitzuhelfen, wenn es darum geht, das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz endlich zur Wirksamkeit zu bringen. Gegen eine Einengung der Ereignisse von Rostock auf die Asylfrage haben sich Bundestagspräsidentin Süssmuth und Bundesjugendministerin Merkel gewandt. Die beiden CDU-Politikerinnen forderten sofort Programme gegen die Jugendarbeitslosigkeit und mehr Freizeitangebote für junge Menschen.
Die jüngsten Krawalle, so sagte Frau Merkel in der Neuen Osnabrücker Zeitung, hätten schlimme Versäumnisse in der Jugendarbeit sowie in der schulischen und elterlichen Erziehung aufgedeckt. Dieses Problem könne nicht mit mehr Polizisten oder der Bestrafung der Gewalttäter erledigt werden, sondern nur durch eine kontinuierliche und vorbeugende Jugendhilfe.